No, nicht der schon wieder. Werden sich wohl einige von euch denken hier. Ja, der Krax ist schon wieder da. Wieder zurück mit seinem Witch Doctor. Und ja, ich war ja gerade etwas am Testen mit so ein paar Builds und bin jetzt tatsächlich noch auf eine Variante gestoßen, die wirklich auch nochmal Spaß macht. Und die würde ich euch nochmal gerne zeigen. Und das Übliche, wer meine Guides kennt, ich gehe zuerst zu den Paragon-Punkten und hier hat sich ein bisschen was getan. Also, maximales Mana, ganz wichtig, das bleibt. Bewegungsgeschwindigkeit wie immer 25%. 25% ist maximal. Wir haben 25% maximal. Wenn ihr da auf 24 stehen habt, punktet ihr dementsprechend nochmal 1% drauf, dass ihr auf insgesamt 25% kommt. So, das wäre es zur Basis. Offensiv, kritische Trefferchance, ganz, ganz wichtig. 5%, alles was geht, der Rest auf kritischen Trefferschaden. Auch hier ist es geblieben. So, hier ist eine Änderung. Defensiv. Nee, es gibt gar keine Änderung. Ist so geblieben. Rüstung und Lebensregeneration. Halb-halb habe ich mir das so gehalten. Ist am effektivsten, wie ich finde. Allerdings hier bei Abenteuer gab es eine Änderung. Und zwar Ressourcenkostenreduktion. Braucht ihr eigentlich gar nicht mehr reinnehmen. Weil Ressourcenkosten? Pff, was für Mädchen. Brauchen wir nicht. Und zwar, ihr haut erstmal alles im Flächenschaden rein. In der letzten Folge habe ich gesagt, beziehungsweise im letzten Guide, ich weiß gar nicht, wie Flächenschaden insgesamt wirkt und habe das ein bisschen geguckt und es läuft. Also macht mal bitte 50 Punkte da drauf. Den Rest packt ihr auf Leben pro Treffer, wenn ihr noch Punkte über haben solltet. Solltet ihr auch hier alles voll haben, packt ihr auf Ressourcenkostenreduktion. So, solltet ihr jetzt unerwarteterweise Probleme haben hier mit euren Ressourcen, mit eurem Mana, dann haut ihr ein paar Punkte drauf. Gehe ich aber nicht, gehe ich nicht von aus. Also, ja, ich denke nicht. So. Das wäre es wie immer zu den Paragon-Punkten. Und ja, ihr seht vom Schaden her hat sich ein bisschen was getan. Das liegt doch nicht daran, dass ich mein Equip geändert habe. Nein, wir haben unser Bild verändert. Und dazu kommen wir jetzt direkt. Damit holt ihr erstmal euren Schaden auch primär mit hoch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr holt ihn hoch, ohne dabei Mana-Probleme zu kriegen. Ihr holt ihn hoch. Ah, sorry. Ja, also ich habe primär jetzt Brandbombe mit Pyrogeist. Ich lese ganz kurz vor. Er schafft eine Feuersäule, die den ihr am nächsten stehenden Gegner in Flammen einhüllt und im Verlauf von 6 Sekunden 560% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt. Bis zu 3 Pyrogeister können gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, 3 Gegner von uns kriegen auf den Sack. So, Verfall. Geistersperrfeuer mit Seelenquell. Bombardiert ein Gegner mit 4 Geistergeschossen, die insgesamt 425% Waffenschaden als Kälteschaden verursachen. Weitere 3 Gegner spüren zusätzlich den Gegner auf und fügen ihnen 65% Waffenschaden als Kälteschaden zu. So, das wäre zu unserer rechten Maustaste. Dann haben wir nochmal Säurewolke, kennt ihr aus dem letzten Guide, mit Leichenbombe. Fand ich so toll, dass ich gesagt habe, komm, die müssen wir wieder mit einbauen. Und dementsprechend auch hier wieder, lass einen Leichnam aus dem Boden auferstehen, der explodiert und dabei allen Gegnern im Wirkungskreis 525% Waffenschaden als Giftschaden zufügt. Seelenernte. Auch hier ganz wichtig, damit ziehen wir nachher unseren Schaden nochmal extrem nach oben, was wirklich einiges ausmacht. Ihr werdet sehen, entzieht bis zu 5 Gegner im Umkreis von 16 Metern die Lebenskraft, gewährt 2% Intelligenz für jeden betroffenen Gegner. Dieser Effekt hält 30 Sekunden lang an. Geerntete Gegner erleiden zusätzlich 630% Waffenschaden als physischen Schaden. Dann haben wir Verteidigung mit Geisteswandler Ehrengast, auch hier wieder primär dazu, um aus einer Gefahrensituation zu flüchten oder Mana hochzuholen. Lese ich jetzt nicht vor. Zombiehunde, auch hier wieder das Übliche, haben wir mittlerweile, ich glaube, bei fast jedem Bild drin. Ist einfach eine unglaublich starke, ja, ein unglaublich starker Skill. So, passiv hat sich was geändert. Geisterrausch. Geisterzauber stellen im Verlauf von 10 Sekunden 100 Mana wieder her. Und ihr seht schon, Seelenernte gehört dazu, Geistwandler gehört dazu. Und das sind zwei Skills, die wir drin haben. Und hier ist noch zwischen Licht und Schatten. Sämtlich verursachter Schaden wird um 20% erhöht, das heißt 20% mehr Schaden. Allerdings werden auch die Mana-Kosten um 30% erhöht. So, wie klappt das jetzt? Wir haben ja vorhin gesagt, wir brauchen keine Ressourcenkosten und hier opfern wir nochmal Mana? Wie kommen wir auf so viel Mana-Regeneration, um das wieder auszugleichen? Zeige ich euch. Zunächst kommen wir erstmal noch zum nächsten passiven Skill, ist die Visionssuche. Wenn ihr mit Leichenspinnen, Brandbomber oder Krötenplage oder Giftpfeil Schaden verursacht, erhöht sich die Mana-Regeneration 5 Sekunden lang um 30%. So, was haben wir denn davon? Wir haben Brandbomber haben wir hier und wir haben auch nix, das war's. Brandbomber, reicht auch, ihr seht gleich warum. So, ich werde jetzt wieder Step by Step machen. Ich glaube, das ist eigentlich für euch am besten immer am effektivsten, dass ihr wirklich seht, wofür ist jetzt welcher Skill. Als erstes, bevor wir in den Kampf gehen, zünden wir die 4, um unsere Zombie-Hunde zu holen.
Und dann gehen wir wieder in die Felder rein. Ist immer am angenehmsten, finde ich. So. Jetzt zeige ich euch wieder links, rechts, für was welcher Skill ist. Linke Maustaste ist dieser hier, Brandbombe. Ihr seht, der macht schon einen netten Flächenschaden. Rechte Maustaste ist dieser Skill. Auch der. Guckt mal unten rechts. Wir haben kaum Probleme, unsere Mana hochzukriegen. Natürlich, wir verbrauchen sie jetzt, da wir wirklich nur einen Skill verwenden, der nur Mana rausballert. Ne, ihr seht's. Rechte Maustaste. Hauen wir Mana raus. So, jetzt das Wichtige. Ich suche mal ganz kurz einen Gegner raus. Hier kommt einer aus dem Boden gekrochen. Wir hauen einmal die linke rein. Wir verbrauchen keinen Mana. Jetzt hauen wir die rechte rein. Wir verbrauchen Mana. Ihr seht's. Jetzt hauen wir mal beide rein. Linke und rechte gleichzeitig. Uiuiui, guckt euch das mal an. Wir verbrauchen keinen Mana. Ihr seht's, worauf ich hinaus will? Ihr seht es, glaube ich, schon ganz gut. Das heißt, wenn wir linke und rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt halten, haben wir erstmal einen unglaublichen Schaden, der ausgeschmissen wird. Und nebenbei auch keine Mana-Probleme. Das ist wirklich eine extrem, harmonische Zusammenarbeit dieser zwei Skills, weil sie sich wirklich gegenseitig sehr gut ergänzen. Wir kriegen keine Mana-Probleme, wie ihr seht. Und ganz im Gegensatz, umso mehr Gegner, umso besser. Wir kriegen dann noch mehr rein. Und darum geht es eigentlich primär in diesem Bild. Und ich habe mir jetzt extra noch unsere Säurewolke mit reingeballert. Ihr seht es gleich warum. Und zwar jetzt, wir haben Mana-Überschuss. Anstatt wir jetzt hier warten und echt hier auf gut Glück einfach die Gegner kaputt mähen, ohne wirklich unser Mana zu verbrauchen, haben wir gedacht, komm, wir hauen unsere Säurewolke noch rein. Ihr seht, wir haben jetzt eine volle Kugel. Das heißt, wir drücken einmal die 1 und verbrauchen gleichzeitig noch extrem viel Mana. Aber im Austausch auch für extrem viel Schaden. Sollten wir Mana-Probleme wieder haben, wie jetzt in dem Fall. Warten wir ganz kurz, zünden einfach entweder die linke Maustaste einfach nur ganz kurz, um komplett die Mana-Kugel wieder voll zu hauen. Oder ihr könnt auch gerne beide gleichzeitig wieder verwenden. Weil ihr holt eure Mana eh wieder rein, so oder so. So, Mana-Kugel ist voll, wir spammen die 1 wieder rein. Ihr seht, der Schaden ist so unglaublich extrem. Ist einfach nur pornös, also das ist unglaublich. Auch hier wieder Mana ist alle. Wir hauen einfach wieder beide Maustasten rein, beide gedrückt halten. Einfach beide Maustasten gedrückt halten. Deshalb habe ich mir auch beide direkt hier links Brandbombe, rechts unsere Geistersperrfeuer reingehauen. Ist einfach viel, viel angenehmer. So. Immer schön alles mitnehmen, was kaputt geht. Könnten Legendäre rausfallen. So, auch hier wieder. Mana-Kugel ist voll. Hey, warum hauen wir nicht einfach hier unsere Säurewolke rein? Soll man mitnehmen. So, wichtigen Skill vergessen. Seelenernte. Guckt auf unseren Schaden. 318.000. Zack, 343.000. Warum auch nicht? Weil wir es können. Auch hier wieder Säurewolke reinhauen. Zack. Geisteswandel können wir ganz kurz hin und dann hauen wir auch nochmal unsere Säurewolke rein. Und ihr seht schon, wir, das ist einfach unglaublich. Wir hauen extrem viel Schaden raus, haben allerdings auch keine wirklichen Mana-Probleme, weil wir die einfach so sauschnell wieder reinholen. So, nochmal für die, die es noch nicht geschnallt haben, die etwas langsamer sind unter euch, gehe ich nicht von aus, aber ich weiß, manche sind etwas älter, dementsprechend. Machen wir das nochmal für die etwas älteren unter euch. Wir zünden als erstes, wenn wir in Kampf gehen, die 4. Und dann sprinten wir direkt los hier mit linke und rechte Maustaste. Einfach gedrückt halten. Beide Tasten gleichzeitig. Beide Maustasten. Ist so ein schon enormer Schaden, den wir raushauen. Und er springt auch auf mehrere Gegner gleichzeitig über. Und ja, das ist die primäre Wirkungsweise dieses Builds. Und ich habe mir halt gedacht, ey, warum sollen wir das jetzt nur durchgehend so machen? Wir haben permanent eine volle Kugel. Das ist doch Schwachsinn, wenn wir jetzt unser Mana da verschenken. Da müssen wir das doch ein bisschen aktiv noch nutzen. Da habe ich mir gedacht, komm, da hauen wir jetzt einfach noch die Säurewolke rein. Und spam einfach die 1. Einfach gedrückt halten. Und ihr seht's, es ist ein großer Wirkungskreis hier, der wirklich die Gegner instant killt. Das klappt auf Qual 3. Es klappt auf Qual 4. Ich habe es gerade getestet. Und es klappt auch auf Qual 5. Problem ist bei mir noch ein bisschen die Elite. Wenn halt Eis und sowas dabei ist und die dich freezen, dann kannst du natürlich noch rausrennen mit Geisteswandler. In dem Fall, das ist das Ding hier. Und kann sich noch den Arsch retten. Muss man allerdings schon ein bisschen aufpassen. So, und ihr seht, es ist einfach enorm. So, Geistesproblem, Mana-Problem, einfach über der linke, rechte Maustaste. Ihr könnt auch primär einfach nur die zwei Maustasten gedrückt halten. Klappt auch wunderbar, wie ihr seht. Und wenn es wirklich eng sein sollte, dann haut einfach hier, zack, Säurewolke rein. Die macht den Rest. So. Auch hier, wie ihr seht, keine Probleme. Alles tutti frutti. Und es klappt wirklich super. Seelenernte nicht vergessen. Seelenernte muss immer aktiv sein. Ist einfach sonst verschenkter Schaden, den ihr da
nicht austeilen würdet. Springt übrigens super über, wie ihr seht. So, auch hier wieder eine super Situation, wo wir uns Säurewolke zünden können, weil einfach so viele Gegner da sind. Ihr seht's, es ist wirklich ein sehr, sehr mächtiger Bild. Macht wirklich auch, wie ich finde, sehr, sehr viel Spaß. Und haut doch einiges an Schaden raus. Auch wenn man jetzt so gar nicht so viel Schaden hat. Wir pushen unseren Schaden einfach durch unsere Skills. Und andererweise auch durch unser überschüssigen Mana. Haben wir einfach nochmal eine ganz, ganz potenzielle Schadensquelle, die wir da raussenden. Und das ist wirklich... Ja, es ergänzt sich einfach. Es macht wirklich auch Spaß. Und ist ein sehr, sehr dynamischer Bild, wie ich finde. Auch hier Seelenernte nicht. Ich vergesse es. Ich achte da nicht drauf, weil ich einfach immer auf Zauberer bin. Da wollte ich bis einmal alle 10 Minuten meine Buffs verändern, beziehungsweise aktualisieren. Nachbuffen sozusagen. Hier muss man natürlich ein bisschen häufiger drauf gucken, dass die Seelenernte aktiv ist. Aber die VDs unter euch wissen, ihr guckt da eh automatisch drauf. Und wenn ich jetzt wieder 3-4 Tage den VD spielen würde, hätte ich das Problem auch nicht mehr, weil ich dann immer gucke, ob meine Seelenernte aktiv ist. Das ist einfach so ein krasser Bild, ne? Also es ist wirklich wieder wie meinem letzten Bild natürlich auch. Es harmoniert einfach. Das ist immer so ein doofes Wort, ne? Es harmoniert. Das klingt so ein bisschen, ja, ne? Ihr wisst es, aber... Nee, aber ich lege schon großen Wert darauf, dass die Builds bzw. die Skills zueinander passen. Und das ist hier echt... Es passt wie Arsch auf Eimer. Und das merkt man auch an der Spielweise einfach. Man hat keine Probleme. Man kann hier durch kloppen ohne Probleme. Linke, rechte Maustaste und Lücke halten. Einfach so ganz entspannt. Nebenbei noch telefonieren, Kaffee kochen, was auch immer. Und dann einfach mal die 1 reinhauen, wenn es ein bisschen länger dauert. Nimm dir einen Snickers. Auch hier wieder das Übliche. Linke, rechte Maustaste reinballern. Seelenernte reinhauen. Und zack, da fliegt schon der Erste wieder um die Ecke. Jetzt die 1 einfach reinhauen. Ein bisschen Schaden austeilen. Und auch das klappt wieder wunderbar. So. Das ist schon sehr, sehr cool. So, für die etwas weiteren unter euch, die jetzt nicht einfach nur hier mein Bild 1:1 kopieren wollen oder nachmachen wollen, habe ich noch einen kleinen Tipp. Moment, ich muss mal ganz kurz hier was erledigen. So. Dankeschön für das Verständnis. So. Okay. Die passive... zwischen Licht und Schatten war das nicht. Diese hier, Visionssuche, könnt ihr auch ändern. Könnt ihr ändern in diese Passive, die ihr wollt. Also wenn ihr da zum Beispiel grausiges Labsal nehmen wollt, könnt ihr auch nehmen. Könnt ihr euren Schaden noch mal ein bisschen höher setzen. Wir probieren das mal ganz kurz. Ist schon aktiv. Mal ganz kurz gucken. Okay, braucht noch eine Weile. Warten wir ganz kurz. Haben schon irgendwas gefunden hier, was wir brauchen können? Alles Crap. Alles Müll hier. Verdammt. Wo ist unser... Ja, hier, unser Chihuahua fehlt natürlich. So, Passive parat. Okay, da ist es schon. Das heißt, grausiges Labsal. Damit können wir unseren Schaden noch mal etwas höher pushen. Gucken mal ganz fix, ob wir es so hinkriegen. So, zack, zack. Also das Problem ist jetzt hier natürlich für super Elite-Gruppe. Sei nicht drauf geachtet. Oh, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Egal. Wollte ich eigentlich nur ganz fix zeigen, was die Passive nochmal macht. So, zack. Das heißt, mit jeder Heilkugel, die wir kriegen, holen wir unseren Char nochmal extrem nach oben. Wir laufen einmal jetzt die Mitte durch. Wir hoffen, dass wir jetzt hier noch ein paar Heilkugeln finden. Ja. Ach, guck mal, hier sollte auch was rausfallen, denke ich. So, da haben wir schon mal eine. Zack. Sind wir schon bei 361.000. 392.000. Komm, da ist noch eine, die nehmen wir noch mit. 423.000. Da geht noch was. Also ihr seht, ihr könnt damit schon mal unglaublich hoch euren Schaden buffen. Ohne aktiv jetzt euer Equip zu verbessern. Das kann man bis zu 5 Kugeln buffen und dementsprechend, ich würde da so auf 450.000, 500.000 DPS kommen ungefähr. So, das einmal rein und dann hauen wir nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal schnell 5 Kugeln zusammen, würde mich freuen. Aber es sieht gerade schlecht aus hier mit Kugeln. Naja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, man hat es ja gerade ganz gut gesehen. Hier ist ein Kugelchen. Und man kann sich echt so super hochpushen vom Schaden her und da echt nochmal was austeilen. Muss mal gucken. Müsst ihr gucken für euch, wie ihr am besten klarkommt von der Spielweise her. Wenn ihr meint, okay, das klappt, dann könnt ihr auch den hier nehmen. Muss jeder für sich selber wissen. Das ist natürlich potenziell guter Schaden, den man nochmal austeilt. Gerade wenn es hier etwas bunter wird von den Monstern her, dann kann man das durchaus nehmen. So,
Also, wieder hier ein kleiner Guide fertiggebracht. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst ein Feedback da, lasst ein Abo da, je nachdem. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ich werde natürlich wieder noch ein paar Guides austüfteln und euch weitergeben. Ciao, Leute!